Fußball, da wissen wir ja, ist schon lange nicht mehr einfach nur ein Ballspiel. Die Schweiz ist schon lange nicht mehr einfach nur eigenständig. Aber die Schweiz ist relativ wichtig. Das zeigen auch Hilferufe von Kolumbien beim Rolandino Büchel, der heute bei uns zu Gast ist, beim Nationalrat und eben auch in der Außenpolitischen Kommission im Nationalrat tätig ist. Hilferufe aus Kolumbien, wo er beten wird, die demokratischen Bestrebungen dort eben zu unterstützen. Aber zuerst kommen wir zum eigentlichen Licht. Er hat ja mal bei der UEFA gearbeitet, gell? Ja, für die UEFA indirekt und für die FIFA vor allem immer Marketingagentur, die dort das Marketing gemacht hat für die Verbände. Bist du dort auch Lichtgestalt gewesen? Eine Lichtgestalt? Ja. Nein, ich war wirklich auch Lichtgestalt gewesen. Aber ich habe meine Arbeit sicher so gemacht, dass man können sagen konnte, es ist die Ordnung, es ist korrekt. Man hat ja nachher gesehen, dass die Firma auch Sachen gemacht hat, die nicht sauber waren. 140 Millionen geschmiert, ein Sportfunktionär. Das war natürlich nicht gut gewesen. Aber du und der Tonioni, ihr seid nie in diesen Affären drin gewesen. Nein, klar nicht. Das hat man auch erst ein paar Jahre nachher gemerkt. Das waren Sportfunktionäre von höchstem Niveau, die sich schmieren lassen hat. Hund und organisiert natürlich viele vom IOC, sicher auch von der FIFA, dass die Leute zu dem Geld gekommen sind, über Jahre. Also damals hast du nicht im geringsten daran gedacht, dass so etwas mal könnte resultieren? Nein, nicht einmal die Leute, die wirklich voll dahinter waren, die Top-Journalisten, die man kennt, die Bücher geschrieben haben. Und die sind 7, 8 Jahre nach dem Konkurs von dieser Firma ist da gerichtlich aufgearbeitet worden, sind völlig überrascht gewesen, ja. Und zum Spiegel Online hast du in dem Fall noch nie geschafft, he? Wie meinst du, als jetzt wieder Beckenbauer zum Beispiel? Ja, zum Beispiel. Ja, ich war schon ein paar Mal im Spiegel Online und in relativ vielen Medien der Welt. Das ist jetzt ein bisschen retour gegangen, so um das letzte Jahr herum, wo wir auch Gesetze geändert haben, aufgrund von dem, was passiert sind, ist. Aber also, dass man mich gerade ins Kreuzfeuer genommen hat, ist nicht der Fall gewesen. Man hat mich auch durchleuchtet, das ist schon richtig, oder? Dass da nicht an irgendeine grosse Schnorre hat, wie man bei uns sieht, die selber nicht recht am Stecken hat, das ist klar. Aber nachher ist man schon in den Medien gekommen, aber eher als jemand, der sich auskennt und wo in der Schweiz dann noch gewisse Gesetzesänderungen durchgebracht hat, schlussendlich. Aber eben, du und der Guido Tonioni, der hier in dem Studio einmal zum Fenster reingestiegen ist, oder glaube ich, im Radio L war das noch, also ihr müsst irgendwie top sauber sein. Ihr habt immer Aussagen machen können, ihr seid nie dran gekommen. Ja, ihr seid immer noch die Informanten gewesen. Ja, selbstverständlich jetzt im Nachhinein. Also wenn ich irgendwann mal etwas, also Dreck am Stecken geht sowieso nicht, aber wenn ich irgendwann mal etwas gesehen hätte, das nicht gestimmt hätte, also dann kann ich sicher sein, dann hätte die Juristerei von diesen Verbänden natürlich auf dem Buckel gehabt. Da haben sie sich schon gewusst, dass das nicht mehr machen, dass so keine Chance hätte, weil einfach, es ist auch wichtig, oder? Wenn man so immer so eine Geschichte drin ist, dann muss man das Zeug erkennen und sauber sein. Gehen wir vielleicht mal ein bisschen zurück, oder? Du bist nicht ein profunder Kenner von dieser ganzen Materie. Also, es ist nicht lange her, da hat der Sepp Blatter, um das noch aufzugreifen, so noch fast gehofft, dass er mal den Friedensnobelpreis holen kann. Fußball wäre ja eigentlich völkerverbindend. Fußball könnte auch Frieden bilden. Und der Sepp Blatter hat wirklich daran geglaubt, dass er da in dieser Beziehung etwas machen kann. Und wahrscheinlich glaubt er heute noch daran, er hat alles richtig gemacht, oder? Ja, ich hoffe nicht, dass er noch, heute noch daran glaubt, dass er alles richtig gemacht hat. Weil dann wäre er wirklich weiter weg von der Realität. Aber er hat einiges richtig gemacht, das stimmt natürlich auch. Er hat es geschafft, um den Fußball einigermaßen als Fußball leben zu lassen. Er hat es geschafft, um es nicht kaputt zu machen, dass Geld reinkommt, weil Geld verdienen ist ja nichts Verbotes. Wenn er aber nicht geschafft hat, das Geld natürlich nachher sauber und richtig einzusetzen. Man hat es ja gesehen, in den letzten Jahren hat er das Dritte mit dem Geschäftsführer und dem Finanzchef ganz schnell noch 80 Millionen abgerummt, wo sie sich gegenseitig zugeschanzt haben, wo niemand offenbar gemerkt hat in der FIFA. Und bei dem glaube ich so wieder nicht, dass niemand gesehen hat. Da wollen halt manchmal Leute auch ein bisschen Fütteln haben, herstehen, wenn sie das sehen. Und nicht, wenn man selber auch ein profitiert, dann einfach das andere tolerieren. Aber ist jetzt gut, wird das aufgeschafft? Man sieht es. Im Kanton St. Gallen, Hausdurchsuchungen. Im Appenzellischen oben, Beckenbauer, ein guter Kollege von ihm. Ja, da passiert einiges. Es rummert auf. Und es ist gut und ich bin froh, dass ich jemand von denen war, der den Anstoß gegeben hat, dass das passiert. Du bist also, meinst, also Fußball muss sauber bleiben, also das kann so nicht weitergehen. So. Ja, sauber bleiben, sauber wäre. Ich bin aber auch der Meinung, man muss aufpassen. Also, wenn es nicht päpstlich ist, ist der Papst oder eben Friedensnobelpreis, wie der Sepp will erreichen, das ist einfach. Aber gell, das ist kein Witz. Nein, das ist kein Witz. Das ist kein Witz. Ja. Und nachher irgendwann hat er gesagt, hat er gemerkt, dass das ein bisschen hochgegriffen ist. Und dann hat er den für Education, also für Erziehung, es ist wirklich. Die Leute träumen, dass sie auf den Boden verlieren und wie sie zu wenig gute Kollegen haben, die sie auf den Boden zurückholen. Das ist manchmal auch noch wichtig, wenn man abhebt. Und die Leute haben ihm definitiv gefehlt. Er hat die Leute mit
wie sieht man bei uns, einer braunen Zunge um sich herum kann. Das hat ihn schlussendlich auch dazu geführt, dass er dort ist, wo er heute ist. Bei mir persönlich liegt es jetzt weit fern, also um jemanden so zu verurteilen. Ich glaube nach wie vor, er hat das wirklich geglaubt. Er hat ein Umfeld gehabt, wo irgendwie er das geglaubt hat. Also, ich glaube, das ist aus allen Wolken gefallen. Das hat bis zum Schluss geglaubt. Und ich bin nach wie vor der Überzeugung, er glaubt jetzt noch, dass er wirklich eigentlich alles recht und gut gemacht hat. Ja, aber gerne alles recht und gut gemacht hat, hat er sicher nicht, und das glaubt er auch nicht. Aber er glaubt auch nicht weiterhin, dass er vieles gut gemacht hat. Ja. Und zum Teil stimmt es wahrscheinlich auch. Also jemand anderes. Aber weißt, kann man die Geschäfte machen, den Fußball so populär machen, wenn wir jetzt so quasi in unserem Sinn einfach so ein bisschen sauber sein? Ja, selbstverständlich. Kann man schon noch besser machen, ja, ganz sicher. Aber eben, es ist schon so, es ist ein Milliardengeschäft. Und da läuft im Milliardengeschäft läuft das aus nicht alles sauber. Auch in der Politik nicht, da muss man gut herschauen. Aber sie haben ja genau das, was man herschauen kann, das haben sie alles ausgeschaltet. Hat die Zwischenzeit jetzt natürlich geändert. In der Zwischenzeit haben sie eine Ethikkommission, die funktioniert, mit einer Anklagekammer, mit einer Spruchkammer, die durchaus Resultate gesorgt hat. Sie haben die Struktur geändert. Sie haben die schlimmsten Leute, 8, 9 Leute, sind draussen aus der obersten Spitze. Das ist schon wichtig. Wir erinnern uns alle noch. Boro Lag, die wunderbaren Bilder da mit dem Lindtuch und so weiter. Oder? Ja. Das ist noch nicht so lange her. Und da ist dann schon etwas passiert. Mhm. Mit dem Druck von außen hat es auch innen Verbesserungen gegeben. Das dürfen wir anerkennen. Müssen wir sagen, das ist eine Aufnahme vom ohne Bilder gesehen, ist es nicht richtig. Was haben wir für Datum jetzt? Anfang November haben wir den dritten, glaube ich. Gut, den dritten, okay. Ja. Und irgendwann kommt der Infantino ja dann, glaube ich, auf Brüssel und möchte noch sagen, wie sauber das er jetzt ist, oder? Ja, also er muss in einer Kommission, wo ich dabei bin, es ist in Paris jetzt die Sitzung, muss er antreiben, Anfang Dezember. Und er kommt aber schon vorne auf Bern, die gute Stimmung machen. Ich würde vielleicht nicht sagen, Infantino ist vielleicht nicht alles. Also, ja, Gianni Infantino, das ist der Nachfolger von Sepp Blatter, genau, der neue FIFA-Präsident. FIFA, also du bist UEFA gewesen, Europa, FIFA, ja, Schweiz. FIFA, ja, Ding, also der Gianni Infantino ist in der UEFA gewesen, genau. Auch, ist jetzt der FIFA-Präsident. Ja. Ich bin auch in dem Sinne, dass ich eigentlich für beide arbeite, vor allem aber auch für die FIFA. In den Turnieren, die ich geleitet habe. Marketing, ja. Afrikameisterschaften, genau, für Afrika, ja. Juniorenweltmeisterschaften, genau. Und so weiter. Und das wirklich für die FIFA, nicht für die UEFA. Genau. Und er hat dann gewechselt, ist Präsident geworden. Und ist jetzt natürlich der, der auch Verantwortung hat, dass Sachen besser laufen. Er kommt eben einerseits auf Paris, kommt vorhin aber so gerne auf Bern, wo er eine gute Stimmung machen will. Da denke ich, ist sein gutes Recht. Bei den nationalen Ständeräten haben wir einen Anlass, wo sicher 70, 80 oder noch mehr Nationalräte wäre kommen. Das finde ich gut. Ich habe kritisiert, habe vor kurzem so eine Art Hinterzimmerveranstaltung gemacht da, mit 6, 7 Nationalräten, völlig verpfügs. Ich sagte, entweder wenn du etwas Gutes zu sagen hast, dann sag es allen. Und wenn du nichts zu sagen hast, dann bleibt der Hummer. Wie war die Glaubwürdigkeit bei den Nationalräten? Also, hat die Zweifel 6, gegeben, oder? Ganz am Anfang hat es ja bei ihm auch Zweifel gegeben. Ja, sicher. Ja. Er hat auch einen guten Einstieg gehabt. Ja. Meine, ja. Er hat ähnlich wie der Sepp Blatter angefangen. Er hat sich von außen Flugzahlen lassen zum Papst. Er hat Beter gekauft für 10'000 Franken, ja. Matratzen auf Kosten von der FIFA, das war natürlich ein guter Einstieg gewesen. Das ist bekannt, und wenn er jetzt lernt aus diesen Fehlern und wirklich einen anderen Spirit hat, dann geht es. Wenn das nicht der Fall ist, dann geht es nicht. Aber ich habe schon Hoffnung. Hat er mit dem Anfang bei der Politik eine Chance? Ja gut, schlussendlich muss man schon sagen, jetzt ist Politik, in dem Sinn hat Politik die Arbeit gemacht. Wir haben Gesetze geändert. Und jetzt muss er eine Chance haben, auch bei seinen Leuten und in der Öffentlichkeit Glaubwürdigkeit haben. Und in dem Sinne ist jetzt Politik ein Teil von der Öffentlichkeit. Also wir haben unsere Arbeit gemacht in der Schweiz, wo es jetzt aber wird, eben, wir haben gerade darüber geredet, die Sitzung in Paris, das ist ein Teil vom Europarat. Und da hast du ganz Europa, also die EU-Europa plus noch andere Länder, 47 Länder, die da Druck machen. Und vor 2 Jahren war mal etwas ein Bericht, ein ähnlicher wie so kommt dann wieder. Und da ist massiv natürlich eine FIFA-Kritik gekommen, massiv, und hat nachher auch darum müssen reagieren. Ich war schon ziemlich nervös, wenn er herkommt. Also, was erwartet er sich denn von dem überhaupt? Ja, das weiß ich nicht. Er muss vor allem Aussagen machen. Er kann natürlich auch die guten Leistungen verkaufen, und er wird kritische Fragen müssen haben. Ich bin auch in dieser Kommission dabei. Genau. Also du musst keine Angst haben, es gibt die kritischen Fragen. Ja, eben. Ja, eben, da habe ich auch keine Angst. Ich denke immer so ein bisschen mild, weil ich habe keine Angst.
Ja. Hey, jetzt singt sie ja, wo sie fast in die Hose geschissen hat vor Angst. Ja. Einer, der so proaktiv hergeht, ja, denkt minder, hat er etwas verstecken, will er etwas verdecken, warum kommt er, warum macht er das? Also nötig ist es nicht, er müsste gerne nichts machen. Oder muss. Also wissen tut er nicht, aber ist natürlich vorgeladen. Ah, ja, ja, also, in dem Sinn kommt er und er sagt nicht, nein, komm nicht. Also, das ist, das ist einmal, das ist gut. Oder? Eben, aber es ist vorgeladen, also, es ist freiwillig. Er könnte sagen, nein, jetzt im Moment. Ja, er könnte sagen, nein, dann wäre es natürlich, dann würde man sagen, dann hast du etwas verstecken. Aha. Also an sich, dass er jetzt natürlich sagt, ich komme, das ist schon ja. Aber eben, warum laden wir denn nicht vor beim Europarat? Ja, weil das Thema hat, ist, der Bericht ist, ja, selbstverständlich, das Thema ist Good Governance in Football. Also, wie man kann man Fußball richtig führen. Und er hat natürlich auch gesagt, dass FIFA vor 2 Jahren brutal eingeschaut hat. Und wenn er jetzt natürlich kann sagen, schau mal, wir haben die und die Verbesserungen, dann ist das gut. Und wenn er dort, wo er kann sagen, wir haben es nicht, dann ist es halt nicht gut. Dann kommt er auch Rüffel über. Aber man muss auch sagen, der Europarat schlussendlich, Gesetze laufen in den Ländern. Und da haben wir unsere Arbeit gemacht. Wir sind ja kritisiert worden, wie wahnsinnig. Die FIFA und Platter, Schweiz und alles hat man gehört. Und dort bin ich, wo ich ein FIFA-Kritiker bin, dort bin ich ja zuvor der Schwierig gestanden und habe gesagt, hey, jetzt stoppen mal. Stoppen mal. Also, ihr, die gar nichts machen, viele Länder, die gar nichts machen, uns so quasi den Moralfinger aufzuheben, ist, müssen wir dann schon noch ein bisschen anders anschauen. Ja. Darum bin ich eben auch froh, ich nicht können reden daraus und nicht irgendwelche, wie soll ich sagen, fast Schweizhasser, die sagen, das ist alles falsch, was wir bei uns machen, die nachher die Schweiz verdammen. Also, wir haben die Gelegenheit auch können nutzen, um unsere Demokratie zu erklären, um zu sagen, warum wir noch etwas machen und vor allem zu sagen, dass wir, wenn wir etwas sagen, dass wir so machen. Wir haben es gemacht. Die anderen Länder, die gross geredet haben, die haben noch nichts gemacht. Mm-hmm. Und trotzdem, das ist FIFA, ist natürlich in der Schweiz und auch die ganze, wenn man so WM 206 und das, was der Beckenbauer gemacht hat, sicher Verdienst, um die WM nach Deutschland zu holen. Auch dort sind natürlich Millionen Gelder wieder via die Schweiz gelaufen. Also, ist das ein ewiges Spiel? Ja, es ist Gefahr natürlich. Also, wenn die Verbände, ist ja nicht nur die FIFA, das IOC, der Internationale Olympische Komitee, eben die UEFA, der Europäische Fußballverband, der noch grösser ist als die FIFA, im Umsatz, weil die haben die Champions League und die Europameisterschaft, die sind es nie auch zum Beispiel. Und wir haben etwa 60 internationale Verbände in der Schweiz. Mit allem Positiven, aber auch mit allen Problemen. Das ist ganz klar so, ja. Ja, was denkst du, Beckenbauer, das ist ja noch nicht aller Tage. Also, hat er leicht verloren? Er schwiegt ja, oder? Wir haben den ehemaligen Präsident vom Deutschen Fußballverband, der viel redet, oder? Einer redet ein bisschen weniger, der ehemalige. Und der Beckenbauer sagt gar nichts. Also mit Schweigen kommt man am weitesten, oder wie sieht das aus? Ja, tut besser. Es gibt schon Orte, wo man Aussagen machen muss. Das ist bei der Justiz, oder? Ja, ja. Aber, also vielleicht einmal gibt es zwei Sachen. Beckenbauer, einerseits, es besteht der Verdacht, dass er selber auch genommen hat. Und dann ist er, aber es besteht der Verdacht. Man muss aufpassen mit Vorverurteilen. Was aber natürlich. Eben, da müssen wir vielleicht klar sagen, gar nicht verurteilt. Aber was natürlich gesichert ist, und da muss ich schon sagen, viele erinnern sich noch vor 10 Jahren, das Sommermärchen 2006. Wunderbar, also wunderbarer Anlass, von A bis Z. Genau. Und Konkurrenten so viel schwächer gewesen. Und wenn man an so einen Anlass, wenn man so klar überlegen ist, vom technischen Dossier, von dem man bietet und nachher ja auch bewiesen ist, dass besser war, oder dass der beste Sportanlass, vielleicht, was ich gegeben hat, auf der Welt organisiert hat. Wenn man so etwas nur mit Schmieren kaufen kann, dann hat natürlich nicht unbedingt der organisierte Problem, sondern dann hat die Organisation ein Problem. Und das ist die FIFA. Und ich habe noch gesehen, wie vor 2 Jahren wir so Korruptionsanlass in der FIFA waren und jetzt gerade vor ein paar Wochen noch wieder. Vor 2 Jahren habe ich noch gesehen, schau mal, wie ist Korruption entstanden im Sport. A, natürlich durch Fernsehrecht, die aufgegangen sind, wie wahnsinnig. Heute macht FIFA 100 Mal mehr Umsatz als noch vor 30 Jahren. Mit dem gleichen Geschäft praktisch. Mit dem Fernsehrecht und dem Marketingrecht. Aber vor allem Fernsehrecht. Und B, sind es natürlich dort die Typen gewesen, an der Macht. Das waren Südamerikaner, gewesen, Afrikaner, kenne ich die nehmen. Sollen wir es? Fangen wir an mit dem Joao Havelange, der berühmte 100-Jährige, der jetzt gestorben ist, der FIFA-Präsident, der Samaranch beim IOC. Es hat im Volleyball ähnliche Typen gegeben, ein Italiener, einen ganz komischen, der Nebbiolo in der Leichtathletik und so weiter. Aber heute, was sind die Leute? Platini, Blatter, Beckenbauer. Also da kann man dann nicht mehr sagen, sind Afrikaner und Südamerikaner. Heute die Leute, und dann hat man das Gefühl, die machen es noch besser, sind einfach zum Teil dann halt noch teurer gewesen, um es zu kaufen. Und das ist natürlich schon ein Problem. Also der Verband hat sich lange versteckt, ja, wenn man ganz Weltmann dabei hat, Karibik, die Afrikaner, dann kannst du nicht anders funktionieren. Ja, füdeln, oder? Füdeln. Also es ist genau so, sie haben so funktioniert und sind auch froh gewesen, dass die anderen kamen, um die nachher auch noch beeinflussen. Und das darf so nicht mehr weitergehen. Und ich glaube schon, dass da der Wandel da ist, weil heute die Leute anschauen. Und der Fan.
Weißt du, Fan? Mhm. Der interessiert sich jetzt nur noch für die neue Frisur. Du hast ja heute die Frisur noch schön gemacht. Oh, oder? Moment, ja. Die machen wir jetzt vor laufender Kamera. Live. Vom Ronaldo, das ist ein Goal vom Ronaldo oder vom Messi, oder? Ja. Und der Fan interessiert sich zu Recht und zum Glück auch für das, was dahinter läuft. Und dann, wenn natürlich das Interesse gross ist, wenn die Leute herschauen, wenn Licht drauf geht, dann gibt es auch Verbesserungen. Ja, ja. Da bin ich überzeugt. Beckenbauer muss man schon sagen, oder? Der tut einem bist du ein Fan von Beckenbauer? Ja, nein. Ja. Ich denke mir einfach, oder? Ich denke, die Wirtschaft funktioniert natürlich irgendwann mal einfach mit Grenzwanderungen. Ja. Oder? Und sieht, es ändert sich immer wieder. Ja. Und wer wieder Erfolg hat, denke ich mir, ist manchmal hat vielleicht nach an der Grenze von dem, wo man darf und wo man nicht darf. Und wenn ich so denke, was der Beckenbauer nicht verdient hat, wo andere in dieser Zeit verdient haben, oder? Mhm. Wenn wir das mal zusammenzählen, auch wenn jetzt das jetzt stimmen würde, was er geholt hat, hätte er wahrscheinlich auch denen nicht so viel geholt, wie ein Haufen andere auf legalem Weg geholt im gleichen heute, Sport, oder? Ja, im, heute, also, oder, ist klar. Und ich glaube einfach, ja, Fan, ich meine, Fans sind fast alle vom Beckenbauer. Ist natürlich ein Libero gewesen, 1A oder Fußball. Ich habe geshootet, immer gegen den Ding geshootet, als Junior, weißt du, da 35 Jahre her, ja, noch mehr, fast 40 Jahre, gegen seinen Sohn. Ja. Da bin ich 1860 München geshootet und wir mit dem FC Mundlingen in Freising in Deutschland am Turnier. Ja. Am ersten Tag noch gut geshootet, am zweiten Tag sind wir ein bisschen im Ausgang gewesen, da hat es dann alt ausgesehen. Aber gegen eine Top-Mannschaft, eben Bayern München und eben 1860 München. Und der Junge, völlig untalentiert. Aber der ist umeinander stolziert, hast gemeint, das ist der Beckenbauer mit dem hohlen Rücken umeinander. Es ist ein Traum, und es ist ja ein Traum, um so Leute zuzuschauen. Greif, Beckenbauer, das war natürlich eine unglaubliche Generation. Ja, aber trotzdem haben sie natürlich nachher, du kannst ja nicht sagen, jetzt verdienen die anderen 10 Millionen und noch mehr, die die gleiche Arbeit machen, und wir vielleicht ein paar Hunderttausend, wenn überhaupt. Also Beckenbauer hat ja viel mehr als 10 Millionen verdient, müssen wir ehrlich sagen. Ja, eben, nachher auch. Aber eben, das sind natürlich andere Paar Schuhe. Dort mal hat der Fußball das Geld noch nicht hergegeben, jetzt gibt es her. Ja. Dadurch, dass er gut vermarktet wird. Und das ist ja nicht falsch. Aber da heisst nicht, dass die Funktionäre sich dort bedienen. Nein, das ist mir klar. Und du bist Nationalrat, du bist der politischen Kommission, du tust auch kritische Fragen stellen, bist FIFA-Kritiker. Ja. Aber wir sind jetzt ehrlich, angenommen würde es verurteilt. Ein bisschen Leid täte er auch. Und der Sport vielleicht damit, oder? Ja, also es kommt natürlich darauf an, für was. Also verurteilt wird, dass der nicht in irgendeiner Show sein, um irgendjemanden abschiessen, weil auch bekannter ist als die anderen. Und hier bestraft wird, dass jemand weniger bekannt ist. Der aber umgekehrt nicht der Fall sein. Schauen wir mal, was rauskommt. Und im Moment sind ja wirklich Bundesanwaltschaft ist dran, das FBI ist dran, der FIFA auch. Schauen wir mal, was rauskommt. Jetzt spielt die Justiz mehr als Politik. Und das ist auch richtig. Das ist eine Abfolge, die eigentlich stimmt. Bist du mal zu Zürich beim Zoo gewesen, wo das FBI gekommen ist? Beim Zoo? Ja, gut, daneben dran ist ja. Ja, also nein, was das FBI nicht. Sie haben ja den FIFA-Haussuche gemacht. Also, eben, die ein paar Mal Ding, sie haben nicht ein Hausverbot oder etwas. Ja, ja. Das hätte man nicht gehen wollen, oder? Ja. Und ich war schon an verschiedenen Kongressen so einmal dort. Und der Zoo ist daneben dran, ja. Übrigens mit wunderbaren Elefanten. Mhm. Mein kleines Töchterli, das ist ein totaler Elefantenfan. Ah, so. Da kannst du nichts machen. Eben, bist du viel dort gewesen, um ein bisschen vertuschen, zu schauen, was mit der FIFA da ist? Da bin ich auch noch gesehen, Hilaria, musst du mitkommen, gar noch in den Zoo. Nein, also da, so weit bin ich in der Zwischenzeit, dass ich, also, wenn ich in den Zoo gehe, gehe ich in den Zoo. Und wenn ich, muss ich sagen, also, ehrlicherweise, ich habe eine Weile mir schon Gedanken gemacht, das geht doch nicht, was da oben abläuft. Ja. Wahnsinnig, oder? Ja, ja. In der Zwischenzeit habe ich das, tue ich einordnen, wie es ist. Ja, ja. Meinst du, wenn jetzt der Beckenbauer schulig gesprochen wird, in irgendeiner Form, meinst du, die beiden Präsidenten der 20er und der, der jetzt wieder abgetreten ist, die kommen dann auch mit ins Fahrwasser rein? Weil gerade speziell zu ihm gestanden sind sie auch nicht, oder? Nein, es ist eben die deutsche Justiz ist dran, unsere Justiz ist dran. Vielleicht bei Deutschland wo sie jetzt nicht, vielleicht dort das FBI. Ja. Schauen wir, wo rauskommt. Lassen wir die Leute machen. Gut. Machen wir einen riesigen Sprung. Oder, das wäre einmal das Thema gewesen, dass Fußball eben nicht nur ein Ballspiel ist. Aber natürlich der Ball im richtigen Moment zuspielen, im richtigen Moment vielleicht auch fangen und unter Umständen so fangen, dass man vielleicht auch sauber bleibt. Also, da muss ich vielleicht noch etwas erzählen. Mein Vater hat ja mal geschuttet. Oder Penalti Rees hat man ihm gesagt, er war ein stämmiger Beck damals noch und hat einen riesen Stolz gehabt, dass die Leute verflogen sind, oder, wenn er gekommen ist und so weiter. Und eines Tages, Buchs am Fußballplatz, ist halt irgendwie so ein bisschen Wasser dort. Und er hat wieder so ein Patsch dort gestanden und so weiter. Dort hat es ihn selber gepflückt. Er hat ein weißes Trikot gehabt, ist umgekehrt und natürlich bootsdreckig gewesen. Und das ganze Spiel haben alle Leute vom Damm oben runter zugerufen. Hey Rees, bist du umgekehrt? Also er hätte gerne nicht mehr spielen können. Aber ich bin überzeugt, mein Vater wäre natürlich stolz noch auf den Beckenbauer. Hoffen wir, dass die Lichtgestalt nicht ganz untergeht, weil, ich meine, das vielleicht ist die letzte Frage. Wenn er so Lichtgestalt untergeht, dann geht auch ein bisschen Licht von dem Sport verloren.
Weißt, dann kommt auch das Nächste, dann kommt auch Doping, wo dann gerne so richtig zur Sprache ist. Dann geht es auch weiter, weiter, weiter. Also, dann verliert man sich die Freude, dann kommt auch die ganze Hooligan-Szene und so weiter. Meinst du, auch der ganze Sport könnte durch das extrem verlieren? Also ist es eine Gratwanderung, um etwas aufzudecken, aber so aufzudecken, dass nicht alles kaputt geht? Ja, nein, aber manchmal ist es sogar auch gut, wenn etwas wie ein Verband, also wenn es nicht anders geht, dann, dass wirklich etwas Neues kann stehen, dann braucht es vielleicht eher ganzen Boden. Da muss man den zusammenreissen. Ist jetzt vielleicht bei der FIFA hoffentlich nicht notwendig, weil es die Kurve vielleicht glaube ich, neu überkommt. Aber nein, ich glaube, wenn es darum geht, etwas aufzudecken, dann muss man nicht schonen. Gut. Vielleicht noch wegen dem Ding, der Dreck, den dein Vater hatte, den will man im Fußball sehen, das ist aber der andere Dreck von den Funktionären, der sich dreckig verhält. Nein, das sollte nicht der Fall sein. Du bist gut. Das ist natürlich genau so. Ja. Wenn wir das gerade mal anschauen, wir können zu einem anderen Thema, Masseneinwanderung. Meine Ansicht ist einfach, die Schweiz ist vielleicht jemand mal auch, natürlich immer in der gesetzlichen Grenze, nicht so, wie sie sich wirklich verhalten soll. Ich sage nur einmal Minaret-Initiative, BV15, Religionsfreiheit, nachher gibt es Minaret-Initiative, wo man verbietet, irgendeine religiöse Gemeinschaft eine Minaret zu bauen. Nachher gehen wir her, machen mit der EU Verträge, bilaterale Verträge, und dann gehen wir her und lassen eine Masseneinwanderungsinitiative zu. Ihr wisst, Februar 14 ist die angenommen worden, und jetzt haben wir das Problem, wie sollen wir es umsetzen? Inländerschutzvorteil, sagt der Nationalrat jetzt aber. Und mich würde es auch interessieren, was sagt denn da Brüssel dazu? Sind wir doch ehrlich, Roland Rinobüchel, können wir das überhaupt umsetzen? Die Brüsseler lachen doch. Also was wir tun und machen, irgendetwas stimmt doch nicht. Pfeifer und Weckli. Wir wollen die bilateralen Verträge, aber wir möchten die Masseneinwanderung dementsprechend können einschränken. Liechtenstein hat es auch probiert, in der Folge von 95, wo es beim E-Werk war, haben es auch nicht können. Also, ja, wie sieht das aus? Ja, zwei Sachen. Erstens, der Sprung ist, glaube ich, gar nicht so gross, weil Außenpolitik, da hat schon viel mit der Außenpolitik zu tun gehabt, die Sportfunktionäre, weil es ist mit der Schweiz verbunden worden. Ja. Und jetzt sind wir auch in Brüssel gewesen, vorletzte Woche. Und also mit der Kommission. Wir haben viele Gespräche gehabt mit verschiedensten Leuten, Ministern, mit Abgeordneten, mit Funktionären. Also etwas sieht man, das muss man sagen. Es ist wie der Brexit hat wie Brüssel wie eine Schockstarre versetzt. Wenn wir irgendetwas etwas machen, dann können wir nicht mehr. Und du hast zum Teil gehört, hast das Gefühl, sie haben ein Blatt bekommen mit 4-5 Punkten, was man abhaken und sagen im offiziellen Tool. Wenn du mit ihnen geredet hast, dann sehe ich jetzt natürlich auch, dass wir eine Einwanderung haben, die klar zu gross ist. Wo viel mehr als das ist, was man vorausgesehen hat, wo wir der Personenfreizügigkeit ja gesagt haben. Dass sie in ihren Ländern auch ähnliche Probleme haben. Jetzt geht Frau Merkel geht jetzt in diesen Tagen, sagt ja, nein, wir müssen etwas anbringen mit der Schweiz. Aber hat sie eigentlich schon am Anfang nicht verneint? Sie war immer positiv im Reden, hat aber am Schluss jetzt wieder eine andere Rhetorik aus Brüssel. Ja. Und jetzt hat sie es ein bisschen verstärkt, weil sie noch merkt, wir müssen ein bisschen aufpassen. Nur hat sie nichts mehr zu sagen? Ja, kommt ein bisschen darauf an. Also Deutschland hat natürlich schon viel zu sagen in der EU. Ja, aber Angela Merkel war schon nicht mehr viel. Ja, wer denn von Deutschland? Der Beckenbauer. Das ist eine Frage, der Beckenbauer nicht. Aber ich denke mir, Angela Merkel hat das, was so Glaubwürdigkeit anbelangt, ja, hat sich unglaublich. Das ist schon wahr. Also hoffen wir, sie sagen nicht, wir schaffen das mit den Schweizer, oder? Weil dann ist die Garantie fast da, dass wir es nicht schaffen würden. Also schaffen wir es? Wenn die Rot-Weiß jetzt die Frage ist, also es gibt eigentlich zwei. Also, es ist ja nicht irgendetwas, es steht in der Verfassung. Es ist eine Initiative, die das Volk und Kantone, Volk knapp und Kantone ganz klar angenommen haben, alle miteinander. Das muss man noch mal zur Kenntnis nehmen. Das steht da. Und dann haben wir jetzt ja im Moment. Also, Frage Nummer eins: Darf man so etwas überhaupt zulassen? So eine Initiative, die völlig gegen alle anderen Verträge spricht, bilaterale Verträge, darf man so etwas überhaupt zulassen? Also selbstverständlich. Selbstverständlich. Also die spricht ja nicht gegen alle Verträge, es spricht gegen einen von weit über 100 Verträgen über Personenfreizügigkeit. Genau. Ja. Und dass man das soll können anverhandeln, selbstverständlich. Ja. Und dann ist die Verfassung aufnehmen, das ist so richtig. Also eine Volksinitiative geht halt in die Verfassung, da geht nicht anders, oder? Das ist eine Verfassungsinitiative. Und da steht es nachher über allem und darum muss man noch ein Gesetz machen. Da hat man jetzt nicht brilliert bis jetzt, oder? In der Röte und in der Regierung. Ja. Aber eben, sagen wir, jetzt haben wir da und das ist sehr strikt. Und sicher in dieser Form ganz zu 100% nicht machbar. Ja, aber jetzt haben wir 2-3 Monate Zeit, um brillieren.
Ja, eben, jetzt gibt es mal zuerst noch. Und was haben wir jetzt kommt, eine Nichtumsetzung, eine klare Nichtumsetzung vom Nationalrat vorgeschlagen, wo man auch am RAF soll, melden soll, zwei, drei Tage, bevor man es allen sagt, wir suchen dann jemanden. Also das geht ja nicht, das ist nichts, da war es so Brüssel. Oder? Ja. Und zudem wäre Brüssel, und da haben wir gesagt, natürlich einverstanden. Man tut noch ein bisschen mützeln, da musst du ja, die können dann einen Standpunkt vertreten. Aber jetzt geht der Ständerat, wird jetzt, das ist schon klar, weiter nicht bis daher, aber irgendwo weiter hergehen. Schauen wir, wie weit das geht schlussendlich. Und dann wollen wir schauen, was mit Brüssel möglich ist. Aber eben, Brüssel, muss man auch sagen, dann sagen sie, ja, die würden alle bilateralen Verträge können. Also es sind nur die bilateralen noch, zum Beispiel das Landverkehrsabkommen. Du bist ja auch ein bisschen, hast einen österreichischen Bezug, du weißt so gut wie ich. Ja, ich bin ein halber Österreicher. Also ich das Österreicher. Ja, von Pop, das sagt sie schnell etwas. Du glaubst ja nicht, dass Österreich würde eine Kündigung zusagen und den ganzen Verkehr, den wir jetzt bei uns haben, über den Brenner nehmen. Nein, das ist unsere oder? Einzige Chance. Ich behaupte, dass sowieso nicht alle 28 würden zustimmen. Ja, sicher nicht. Eben nur Österreich ist schon klar. Ja, oder? Und andere auch nicht. Und ich sage, die Länder im Osten. Ja. Ich habe letzte Woche auch die Tschechen-Delegation getroffen. Die sind dann wahnsinnig auf unserer Seite. Aber sagen wir, der offizielle Teil Brüssel, vor allem Zentraleuropa, die probieren jetzt zusammenzuheben und es gibt jetzt wirklich wie fast eine Mauer rundum, sicher auch wegen dem Brexit. Das ist so. Jetzt ja nicht etwas machen, dass nicht andere Ansprüche noch kommen. Ja, und Zeta, wo man so sieht, ein kleines Gebiet, ein riesiges Theater. Oder? Zeta, ganz Zeta, ja. Also das Abkommen mit, das Freihandelsabkommen mit Kanada, mit der EU und Kanada. Mhm. Und das war gerade in dieser Woche, das war jetzt ja kein Zufall, aber darum war es so interessant. Da sind wir in Brüssel. Und es ist ja Wallonien, noch ein Tal, etwa gut 3 Millionen Einwohner, die auf Französisch reden, die sagen, wir wollen es nicht. Und das Interessante ist dort, bei uns macht ja die Außenpolitik der Bund, also national. Oder? Das Bär machen wir auch nicht, der Kanton St. Gallen. Und das Billige ist so, ist wohl in jeder Welt so, so wie sie weiß, dass da auch ein Tal, auch das fossile Regionalparlament, keine Außenpolitik machen und sagen, wir sind jetzt gegen das Abkommen, mit durchaus respektablen Gründen. Und dann nachher kann die EU nicht. Sogar die Deutsch sprechen Tal, das sind etwa 70'000 Leute, das Billige, auch die hätten das können machen. Aber was war es? Nachher haben sie gesagt, nein, geht nicht. Eine Woche nachher, und das war ein Parlamentsentscheid, nicht einmal ein Volksentscheid, oder? Sagt man, nein, geht nicht. Und das ist natürlich dann schon gefährlich, wenn man so nachher mit der Macht etwas übersteuert, wo die Leute haben schon. Aber das wissen wir schon lange, oder? Das ja, eben, darum wäre es natürlich. Aber warum brauchen denn ihr 2-3 Vierteljahre, bis ihr mal dann endlich über? Ja, National und Ständerat. Ja, und Bundesrat vor allem, ja. Ja, aber das ist ja Wahnsinn. Ja, zuerst, ich meine, ja, aber gehen wir mal ein bisschen retour. Was haben sie gesehen am Anfang? Wir setzen es strikt um. Die gleichen Leute, die jetzt sagen, wir tun überhaupt nichts mehr. Also der Prozess, der hat Bern nicht brilliert, ja. Sicher nicht. Sind wir uns in der Schweiz einfach, oder du bist klar, du bist SVP, sag jetzt mal gemäßigt den SVP-Ler. Also, ja, also ich würde sagen, Mitte links in der SVP. Ja, ja. Ich bin ein SVP-Ler, wenn man jetzt bei mir sieht, ich tue nicht umeinander lärmen, genau. aber ich bin in der Sache gehöre ich durchaus zu der Mitte-Rechts-SVP. Ja, ja. Und hier wären ja keinesfalls zu der EU. Und trotzdem sind wir natürlich mitten in Europa, das weißt du viel besser als ich. Also die Schweiz hat die Eigenständigkeit, die wir meinen, haben wir einfach nicht mehr, oder? Mal. Also Sexualstraftäter, EMRK, nie umgesetzt worden. Ja. Nein, es ist schon, es gibt den Druck wird allgrösser, das ist so. Aber es sind etwa 85% der Schweizer, nicht nur die SVP, die nicht in die EU wollen. Ja, ja. Und ohne sich jetzt schleichend annähern, wie man sie jetzt das macht. Das meine ich nicht. Aber es ist ja so, man muss sie einbinden und logisch. Aber in den wichtigen Sachen, wo muss uns Volksrecht die Mund verheben. Und man hat es jetzt eben in dem Wallonien gesehen, wo nicht einmal das Volk, sondern das Parlament nicht einmal verhebt, oder? Das kann nicht sein. Also die oberste Instanz bei uns, Volk, muss verheben und darum wird ein Beitritt in das Europa rein, also in die EU, wird nie dürfen passieren. Eben, da hätten sie auch so eingeschätzt. Eben, darum frage ich nochmal, warum geht denn das so lang? Und jetzt sind wir noch in den letzten Zügen, jetzt haben wir noch November, Dezember, Januar, also drei Monate. Februar muss etwas also, kommen von unserer Seite. Es ist ja so, sind wir doch ehrlich, kommt doch nichts. Dann muss man es halt einseitig umsetzen. Oder? Aber dann spricht man ein Wort laut für Initiativen nicht. In 3 Jahren muss es umgesetzt sein. Ja, nein, aber dann muss man es eben länger, sagen, zum da machen, dann muss man es einseitig umsetzen, auf der Schweizer Seite. Oder? Und das wäre, ohne dass man es mit Brüssel macht, das wäre nicht gut. Man muss einen Weg finden. Genau. Ja. Aber sonst ist es, und der Auftrag ist klar vom Verfassungsgeber, vom Volk, bis am 9. Februar
nächstes Jahr muss ein Resultat da sein. Jetzt kommt es eben, jetzt noch in der Kommission, im Ständerat, kommt nach einem Ständerat, geht sicher noch mal hin und her zwischen Ständer und Nationalrat, aber Mitte Dezember muss aus dem Parlament oder wird aus dem Parlament die Lösung da sein. Ob es gut ist oder nicht, das sehen wir dann. Es nützt jetzt ja nichts, um da in eine Kristallkugel hineinzuschauen. Ah, wie wirst du in Brüssel wahrgenommen? Also, weißt, damals, oder im Februar 14, hat es geheißen, Schweiz wird rechts und so weiter und so fort. Ja. Oder? Wie, die kennen die ja, die kennen die inzwischen ja bestens. Oder? Ja. Aber was mir auffällt, die deutschen Medien, die nennen ja gerne eigentlich die, die so ein bisschen ja, rechts stehen. Ja. Also, der Roger Köppel ist ja immer wieder, du bist weniger in den deutschen Medien, aber trotzdem, also, wie wirst du in Brüssel wahrgenommen? Ja, also jetzt, ich bin natürlich als Kommissionspräsident gewesen, dort wirst du natürlich auch ausgleichen. Also Möhr und Delegation, da wirst du positiv vorgenommen. Aber es ist schon so, jetzt, eben in dem Moment, vor allem mit dem Schatten vom Brexit, wo drüber ist, haben dann schon mindestens eben der offizielle Verlautbarung. Da sagt sie, ja, man kann nicht entgegen nichts die vier Freiheiten, oder? Also Dienstleistungen, Kapital, und eben auch Personen eben, und Waren, wobei, dann musst du schon sagen, vier Freiheiten, Kapital, ja, gehen wir mal mit 10'000 Franken in die EU im Sack, mal, und dann siehst du, wie gross die Freiheit ist vom Kapital. Und wir sind nicht in der EU, genau aus diesen Gründen. Wir haben gute Abmachungen. Jetzt wird dann mit Großbritannien wird das gleich ab März, das ist ja nicht so schnell gegangen, wie viele gemeint haben. Oder? Ab März fangen jetzt an mit der Austrittsverhandlung. Da geht in 2 Jahren die Scheidung. Mindestens 2 Jahre. Oder? Mit noch sogar einer Verlängerungsmöglichkeit. Da haben wir jetzt gerade gestern erfahren. Wenn es überhaupt keine gibt, man weiß ja nie. Ja, eben, also am Schluss, das ist ein ganz lustiger Einwand. Also, ich kann jetzt etwas sagen, der Luxemburg ist Finanzminister, mit dem sind wir auch zusammen gewesen. Und da habe ich gesagt, ja, sag mal, gibt es eine Möglichkeit, dass es schlussendlich den Brexit gar nicht gibt oder dass es nicht durchgeführt wird. Ich dachte, das ist mal spekulativ. Wie gross schätzt du die nicht? 25%. Paff! Also es ist ganz klar, und er sagt eben, zu einem Viertel jetzt ist die Möglichkeit noch vorhanden, wenn es Probleme sieht, wenn die Leute zurückkrebsen, was auch immer. Ich denke schon, dass es ihn gibt, weil so klar, wie Politiker geredet haben, wenn sie so klar handeln oder nur einigermaßen so klar, Theresa May, dann muss er natürlich gehen, der Ausstieg. Gut, wir hoffen, dass es gibt. Also natürlich, also du sagst, es ist ganz klar gut, dass man so Initiativen zulässt, auch wenn es vielleicht heikel ist, weil man ja an den Verträgen hat. Und du hast das Gefühl... Ja, es wird schon geprüft. Oder? Ja, wir haben ja... Nein, aber Verträge, weil eine Initiative geht immer auf Verfassung. Ja, ja. Und nach einem Vertrag. Also, die Verträge, die hat man auch ja gesagt dazu, das Volk hat ja auch gesagt dazu, oder? Im Wissen auch, dass die kündbar und nachverhandelbar sind. Ja, und jetzt hat es auch dort eine Initiative gegeben. Da kann man einverstanden sein oder nicht. Aber es hat sie nicht nur gegeben, sondern es ist auch angenommen worden. Du bist eigentlich jetzt gerade auch eben als Präsident von der Außenpolitischen Kommission ein wichtiger Mann. Also, wir suchen ja auch im Bundesrat mal wieder aus der Schweiz. Jetzt gerade auch noch. Ja, gerade auch noch. Nein, also zuerst einmal, die Kommission ist tatsächlich... Muss nicht überschätzen. Ja, du lachst aber zuerst Kommission, ja, jetzt mal gesehen. Kommission. Nein, Kommission, ja, die ist sicher jetzt in dieser Phase vermutlich die man am meisten beachtet. Ja. Sehen wir mit der Staatspolitischen, die es umsetzt, also ist tatsächlich, jetzt habe ich das Glück, das ist ja ein Ablauf, der Zufall, dass ich jetzt halt dieses Jahr und nächstes Jahr Präsident bin. Das ist total 2 Jahre wechseln. Ja, gutes Glück, du hast auch viel Arbeit. Ja, klar, nein, aber im Monat, auf Arbeit tue ich nicht scheuchen. Also, die Schweizer Politik national, da müssen wir vielleicht auch mal sagen, ist also nicht speziell gut bezahlt, wenn wir mal alles. Ja, man hört mir mal Zahlen, die definitiv nicht stimmen. Es ist aber auch gut, dass man noch nebenzu etwas machen muss. Jetzt Bundesrat. Genau. Ja, also. Da hat es ja genug, die Ambitionen haben. Ja, schon, aber... Und wo das auch, aber wir wollen einen, der Sachen, die nach beim Volk ist, einen, der unsere Region vertritt, einen, der etwas verständlich bringen kann, einen, der sich traut, etwas zu sagen. Wir wollen auch einen, der nicht einfach nur so politisiert, dass so eine halbe Stunde Retour nichts sagt. Ja, jetzt hast du alles gesagt, jetzt, und meinst du, wir auf das zupassen? Ja, natürlich. Nein. Aber du bist ja einer, der klare Worte kann finden kann und gleich auch Mehrheiten kann schaffen. Also, du bist einer, der ein bisschen vorne angehen kann. Also, darum habe ich das SVP extra angesprochen. Ja. Du bist einer, der auch das SVP wirklich akzeptiert und respektiert, über Parteigrenzen weg. Da
Ja, ich denke, das ist schon der Fall, aber das hängt mit der Arbeit zusammen, die man liefert. Ist es denn in erster Linie Gesinnung, die man hat, sondern die Art, wie man etwas überbringt? Ja, es ist beides. Also ich komme jetzt mit den meisten Leuten gut aus. Und ich tue einen Sozi, ganz einen linken Sozi respektieren. Cedric Wermuth, so oder menschlich. Also mit dem kann ich gut. Dann tue ich gerne ein Bier trinken und streiten. Ich habe Leute einigermaßen gern. Oder habe Leute gern. Und ich mache das, was ich mache, mache ich gern. Mhm. Also dann hilft so, zum sicher nicht so schlecht machen. Aber jetzt das andere. Ich glaube, es ist wichtig, dass man weiß, was man kann und was man nicht kann. Was man im Moment kann. Und im Moment nicht kann. Also nein, es ist klar, es ist für mich kein Thema. Ich will nicht, sicher im Moment einmal nicht. Und auf eine absehbare Zeit aus, ich will nicht irgendwo Exekutivpolitiker sein, also zum Beispiel Regierungsrat oder eben Bundesrat. Also, es macht Sinn, wenn man weiß, was man kann und was man nicht kann. Wir haben Anfang November bei den Aufnahmen. Er hat gesagt, mindestens mal jetzt würde er es nicht machen. Er hat gesagt, der Rolandino Büchel, man muss wissen, was man kann, was man nicht kann. Wir wissen, was er kann. Und es gibt auch andere, die wissen, was er kann. Ich kann es natürlich nicht alles vorlesen, aber da müssen wir es mal klar sehen. Also vom Ex-Präsident der Republik de Colombia, vom Álvaro Uribe Vélez, hast du hier einen Brief bekommen, den er dich eigentlich bettet, deine demokratische Ader ihm zur Verfügung zu stellen und Rat zu geben, wie sie ihr Demokratiebestreben sollen voranbringen. Also, da muss man jetzt ehrlich sagen, das ist ein ernsthafter Brief, wo da steht, Dear Mr. Büchel, und wo ernsthaft die um Unterstützung bettet, in deiner Funktion auch zum Kolumbien deine Demokratiebestrebungen zu unterstützen. Er hat er dir geschrieben, nicht dem Johann Schneider Ammann, der im August war. Ja. Ja, also er hat wahrscheinlich ein Vertrauen gehabt. Jetzt in dem Sinn, vielleicht muss man sagen, um was es geht. Es geht ja um den Friedensvertrag zwischen der FARC, den Rebellen. Ja, Rebellen ist jetzt ein Netzwort, oder? Und der Regierung nach jahrzehntelangem Krieg einen Frieden herzubringen. Und was dann eben passiert ist, alle haben gemeint, der Vertrag kommt stand. Und nachher, was passiert, das Volk sagt, nein, wir wollen den Vertrag nicht. Und die Schweiz ist wahnsinnig stark involviert in die Geschichte. Zu stark, meiner Meinung nach. Also jetzt rede ich als SVPler, ich rede dann vielleicht nachher noch als Kommissionspräsident auch. Ja, ich glaube, das ist zu stark. Und da, wo Micheline Calmy-Rey angefangen hat mit ihrer aktiven Außenpolitik, führt dann zum Teil zu einer Einmischung, die du nicht mehr retour kannst. Weil, wenn man sieht, was da gelaufen ist in Kolumbien, ja, wenn der Vertrag in der Schweiz auch noch ist und der Schweizer Staatssekretär übergeht und der eingelagert, dann nimmt das internationales Recht an. Und das ist höher als der Volksentscheid für uns Kolumbien. Ja, als Schweizer, als Demokrat kann ich das nicht akzeptieren. Das sage ich jetzt als ich. Jetzt rede ich als da musst du musst dir anders sagen, du musst mich auch noch out. Das würde jetzt als Nicht-SVPler, überhaupt keiner Parteiangehörig, auch unterstützen. Ich finde nämlich auch in der EU ist die politische Mischung unter den Ländern manchmal einfach viel zu groß. Ja. Aber ich sage jetzt, da sage ich, jetzt muss ich aber auch sagen, wir haben gerade Montag, Dienstag von dieser Woche. Allerheiligen zu Bern musst du eben auch da, ist kein Viertel. Ja. und da haben wir wirklich die Streitgespräche geführt. Und die Kommission ist der Meinung, nein, man sollte so weitermachen. Also da bin ich jetzt nicht sicher. Mit diesen Einflussnahmen? Mit dem Helfen, den Frieden herzubringen. Und man der Uribe sagt ja auch, da ist Geld, Entwicklungshilfegeld geflossen, um die Leute beeinflussen an Organisationen. Und jetzt suchen wir nicht zurück. Ich appelliere neu, mit dem aufzuhören. Die Kommission ist jetzt der Meinung, nein, der Frieden ist wichtig und da müssen wir weitermachen. Wir haben ja vorher von der FIFA geredet. Also was da? Also das Kolumbien wäre ein bekannter Mann. Moment. Aber da über den Fernseher gekommen ist, das ist gestört, oder? Das ist gestört. Kolumbien wäre so viel Präsident. Nein, ich habe ja kein Bundesrat. Nein. Aber verrückt, da ist nachher, wenn sie irgendetwas gebracht haben, haben sie irgendwie Ausschnitt von irgendeinem, wo etwas aufgenommen worden ist. Und am Schluss ist Pfeif und der Seeplatter alle auch noch Ding gewesen. Ja. Er hat jetzt ja mit dem Friedensvertrag ja Gottes Namen nichts zu tun. Nein. Oder? Aber es ist irgendwie, vermutlich haben viele sagen, ja, der ist wichtig, der hat dort ein bisschen Ordnung hergebracht. Ja, der schafft es da in Kolumbien auch. Aber das ist natürlich, das ist Rhetorik und das ist Propaganda. Aber was machst du jetzt? Ja gut, wir haben das aufgenommen, der Kommission, wir haben es besprochen. Und wir müssen sagen, er hat natürlich dann eine riesige Legende. Ja, also er schiebt das international und allen. Ja, er hat es durch die ganze Welt geschickt, das hätte ich auch nicht rausgegeben. Ja, natürlich. Wir haben das aufgenommen und das Anliegen auch besprochen in der Kommission. Aber ich muss es zur Kenntnis nehmen, dass die Kommission insgesamt
die haben nicht will entsprechen, oder? Und jetzt wollen wir das halt mitteilen. Ist natürlich medial schon mitteilt worden. Die sind, haben extrem viele aus, was läuft und geht. Und haben jetzt auch Kenntnis, dass die Schweiz wette da weitermachen, trotz dem Volksentscheid. Ich denke, da sind wir schon auf einer Gratwanderung. Und da muss man aufpassen, oder? Als neutrales Land, wo viel Gutes kann machen, aber eben, dann muss es neutral bleiben. Und dann musst du vielleicht auch respektieren. Nicht vielleicht, dann musst du respektieren. Mhm. Da bin ich tief überzeugt, wenn das Volk etwas sagt. Aber, eben, jetzt redet wieder der Kommissionspräsident. Darum könnte ja nie ein Bundesrat werden, wenn ich alle reden muss, anders, als ich will. Oder? Genau. Da kann ich mal zwischendrin. Ja. Aber die ganze Zeit da so verbeugen, das geht nicht. Gut, das verstehe ich. Da hat sich der Christoph Blocher gegen mich in einem Interview einmal gesagt und gefragt, ob es ein kluger Entscheid war. Hat er sich gerne gesagt, dass. Ja, hat es mal nicht ganz in Abrede gestellt, dass er das vielleicht ein kluger Entscheid war, dass er natürlich als Freidenker nicht pro klare Meinung überbringt, im Bundesrat. Ja, ja, ja. Du wärst ein anderer, wir hoffen trotzdem drauf. Aber jetzt, jetzt nochmal, Kolumbien ist natürlich ein wichtiger Partner, auch Handelspartner. Wir tun ein kleines bisschen mehr importieren, als was wir exportieren, aber es ist ein wichtiger Partner natürlich. Also, und trotz allem, also, da lässt sich jetzt nicht mehr kehren, wir sind eigentlich neutral und wir mischen uns gleich in einer Art und Weise ein, wo ich denke, es ist vielleicht auch nicht unbedingt fördernd unter den beiden Staaten. Also ich hoffe schon schwer, jetzt natürlich mit der jetzigen Regierung, die wünscht das natürlich. Ja, die Regierung sagt, dass von dem Sinn, wenn man sie so anschaut, dann ist es sogar noch fördernd, oder? Aber wenn es sie wechselt und wenn es ein Referendum gibt und nein, absolut, oder? Absolut, oder? Da kommt mir aus dieser Schlaufe nicht mehr raus. Ja, eben darum sage ich, musst du aufpassen, wie weit das geht. Und darum habe ich da auch kritisiert und stark kritisiert. Ich bin in der Kommission auch wieder kritisiert worden, weil das ja nicht quasi Kommissionsmeinung voll sei. Ich finde es, ich persönlich als Rolli Büchel, finde es, dass man da wahnsinnig aufpassen muss. Und jetzt geht es so darum, sie spüren jetzt natürlich auch die Leute, die da weiterhin am Helfen sind oder am Verhandeln sind, dass der Druck da ist, dass die Öffentlichkeit da ist und dass man nicht mehr einfach alles machen kann. Aber schauen wir jetzt mal, was die Leute machen, die dran sind. Ich bin nicht Bundesrat und nicht Außenminister und das ist die Aufgabe des Außenministers, das im Griff zu haben. Der Roland Rienenbüchel bei uns im Gespräch auf Rheinwelten. Sicher kommt er wieder mal bei uns vorbei. Es ist mir ganz wichtig zu sagen, das war eine Aufnahme vom 4. November. Im Fall, dass ihr das auf YouTube noch schaut, vom 4. November. Das ist natürlich, vom 3. Gut. Meine Frau hinter der Kamera korrigiert mir, so muss das sein, oder? Live ist live, eine Aufnahme vom 3. November, damit das auch klar ist, weil ja dies und jenes dann eben noch passiert. Vielleicht mit Kolumbien gibt es irgendetwas, dann hoffen wir im Februar, bis dann passiert etwas bezüglich Massen-Einwanderungsinitiativen und natürlich auch die ganze Geschichte mit Beckenbauer und Infantino in Paris, wird sicher noch dies und jenes zu reden geben. Vielen Dank, Roland Rienenbüchel. Und vielleicht jetzt einfach meine allerletzte Frage noch. Also gerade im Moment, nachdem du jetzt gerade hergekommen bist und auch privat oder in deinem privaten Betrieb gutes Geschäft gemacht hast, was wäre jetzt noch dein grösster politisches Geschäft, das gerade jetzt noch willst du abschliessen? Gerade jetzt abschliessen? Ja, da ist. Jetzt gerade abschliessen, eigentlich. Ja. Gut. Jetzt nicht etwas. Nein. Ich muss sagen, was am Laufen ist, ist am Laufen. Ich selber habe jetzt nicht etwas, geschlossen werden muss, sondern wir sind relativ in der frühen Phase drin, jetzt mit der Außenpolitischen Kommission, mit ihren Geschäften. Aber was sicher ist, in der nächsten Volksabstimmung sollten wir richtige Entscheidungen treffen. Und ich hoffe, dass die komische Atomausstiegsinitiative, die wirklich wirklichkeitsfern ist, dass die nicht angenommen wird. Und wenn jetzt gerade so nichts ansteht und so restlos glücklich bist, dann könntest du jetzt wirklich überlegen, dass die nächste Bundesratswahl kommt bestimmt, oder? Wir hoffen darauf. Ja, geschätztes Publikum, ist der 3. Also ich sage es nicht immer sehr präzise. Es ist der 3. November und nicht der 4. Auch mit Ihrer Prognose, muss ich sagen, wird sich nicht verwirklichen. Schlusswort gehört natürlich wie immer dem Gesprächspartner. Vielen Dank fürs Zuschauen.